Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Wieso liegt denn da noch eine Leiche? Habe ich vorher gar nicht gesehen. Wir befinden uns hier wieder in den Hallen von dem Schmetterling. Denn, wie viele gemerkt haben, ich hatte gestern keinen Sound, ne? Und ich habe deswegen von einem anderen Let's Player die Sounddateien quasi geklaut, eiskalt. Und hab da gesehen, dass er hier ein Versteck gefunden hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo das war. Ich habe nur zufällig, ich war genau zufällig an der Stelle. Ich habe darauf getippt und habe gesehen, dass er irgendwo da reingegangen ist und da irgendwas gefunden hat. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wo das ist. Deswegen suchen wir mal ganz kurz. Oh, das sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt weiß ich, wo er war. Okay. Was? Seit wann macht ihr das denn? Okay, ich muss erst wieder reinkommen. Oh Gott. Ich habe vergessen, wie man blockt. Erstmal wieder reinkommen hier ins Spiel. So, blocken. Okay, alles klar. Okay, ich bin wieder drin. So. Und das hier ist anscheinend ein Geheimgang. Ich muss die Augen offen halten nach sowas. Wer weiß, wie viel ich schon verpasst habe. Keine Gegner hier? Okay, perfekt. Was haben wir denn hier so schönes alles? Göttliches Konfetti. Da, das hier könnte doch auch schon wieder so eine Wand sein, oder? Nee. Ja, wie erkennt man denn solche Wände? Müssen wir gleich mal von außen analysieren. Weg damit. Eine Gebetsperle hier. Okay, gut, das hat sich schon gelohnt. Es war ein purer Zufall, dass ich das gesehen habe im Let's Play. Weil ich ja eigentlich nur die Soundstellen raussuchen wollte für den Schmetterling. Ja. Manchmal hat man Glück im Unglück, ne? Muss ich sagen. Prügeln wir uns hier überall nochmal durch. Wer weiß, ob hier noch irgendwo was ist. Alle Auffälligkeiten müssen untersucht werden. Vor allem, das hier könnte doch auch alles immer so eine Wand sein, wo man einfach mal einen Geheimgang finden könnte, oder? Naja, aber ich kann euch beruhigen. Ich habe gerade den Sound gecheckt. Jetzt funktioniert irgendwie alles wieder. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Irgendwie war der Sound einfach weg. Das war so ärgerlich, weil ich da 5 Stunden an dieser Aufnahme gehangen habe und plötzlich kein Sound. Und ich dachte mir, nee, kannst du nicht machen, Spiel. Das kannst du nicht machen. Ja, soviel dazu. Eine neue Gebetsbälle haben wir in unserem Besitz. Und wir können jetzt weitermachen. Hört sich doch gut an, ne? So, analysieren wir erstmal den Geheimgang. So, wie geheim sieht so ein Geheimgang aus? Okay, man kann dahinter etwas erkennen. Und es sieht ja schon irgendwo auffällig aus, wegen den 2 Farben. Okay, auf sowas muss man achten. Es ist aber wirklich schwer drauf zu achten, auf sowas. Naja. So, ich habe übrigens die letzten Tage ein bisschen privat Monster Hunter gespielt. Das heißt, manchmal werde ich auf diese Art und Weise versuchen zu laufen. Also, indem ich schlage. Diese Steuerungen sind immer anders. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, gut. Wir gehen auf jeden Fall zum Ashina-Umland zurück. Und zwar zu der Treppe. Hier haben wir das jetzt mal aufgehört, bevor wir zum Schmetterling aufgebrochen sind, warum auch immer ich das getan habe. Ich hätte später machen sollen, aber das kann man ja alles nicht wissen. Schmetterling ist tot. Und wir möchten jetzt gerne irgendwie auf die andere Seite kommen. Ne? Und ich habe schon festgestellt, dass da ein Weg ist. Aber ich weiß nicht, ob das von der Reichweite reicht. Vielleicht von da oben aus runterspringen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich gerne da rein. Ich glaube, so wirklich viele Wege dahin gibt es nicht. Vielleicht von der Rückseite. Ich werde nur einmal ganz kurz gucken. Einmal ganz kurz hier rumgehen. Wir müssen quasi in die Richtung, wenn wir dahin kommen wollen. Gehen wir nochmal zurück zur Schlangenhaut. Apropos Schlangenhaut, ich habe da ein schlechtes Gefühl bei.
Ich hab da echt ein schlechtes Gefühl bei. Ich weiß zwar nicht, warum hier unbedingt eine Schlange sein sollte, aber man weiß es ja nicht. Da ist die Schlangenhaut. Okay, wir müssen aber von hier aus springen. Da kann man nicht hin. Da können wir nur wieder darauf. Ah. Wir kommen da nicht hinter. Ich sehe da auch nirgendwo einen Weg. Das heißt, der Weg muss tatsächlich auf der anderen Seite sein. Gucken wir doch mal. Hier können wir uns ja nur von der Seite aus dranhängen, ne? Okay, komm. Todessprung! Ich sehe hier sonst keine Wege. Da geht's runter zu einem Tunnel, allerdings kommen wir da wahrscheinlich auch nirgendwo raus, ne? Komm ich hier hoch? Ja. Wir müssen die Sache hier ordentlich analysieren. Ich will wirklich alles hier finden. Ah, seht ihr das? Da ist ein Bäumchen. Von da aus könnten wir bestimmt darüber springen. Das heißt, wir müssen dahin, von da aus hier runter, da entlang. Okay. Wir müssen nur noch halt das da finden. Das kriegen wir schon hin. Gehen wir erstmal weiter. So, erstmal zerprügeln wir die Jungs hier. Na komm. Was zum... Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Blocken ist das. Das hier war das. Ich komme mit der Steuerung auch nicht klar. Erste Aufnahme nach jetzt sinken. Weil ich so viel schneiden musste. Na komm. Tu was. Tu was für dein Geld. Oder ich greife an. Das kenne ich noch. Okay. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Vielleicht von hier aus, ja. Hier scheint es aber auch nicht weiter zu gehen. Muss jedes kleinste Versteck finden. Huch, so, was hier? Nichts? Ein Fluchtweg vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Na gut, gehen wir zum Häuschen. Ich bin ein bisschen heute zu gründlich, habe ich so das Gefühl. Ja, nicht, dass es langatmig wird hier. So. Ja, und gehen wir mal darauf. Da geht's weiter. Kürbissamen. Oh. Na super, den hätte ich mir doch mitnehmen können. Das Häuschen erinnert mich an das vom Anfang. Ernsthaft. Da geht's doch bestimmt rüber. Nachtschwalben-Fernrohr. Ein Bambus-Fernrohr-Shinobi haben... Was? Ein Bambus-Fernrohr. Shinobi haben gute Augen, aber mit diesem Rohr können sie noch weiter sehen. Die Nachtschwalben-Ninja dienen Ashina. Sie bewachen die Dächer der Ashina-Burg und suchen mit scharfen Augen nach Eindringlingen. Nachtschwalben-Augen entgeht nicht viel. Schaffe ich es irgendwie auf dieses Dach rauf? Ich würde halt wirklich gerne hinter diese Tür. Ach! Ich bin noch nicht vorbei. Mann.
Vielleicht von hier aus? Nee, no way. Wahrscheinlich ist da auch so ein Alpha-Wand oder so. Könnte ich schwören. Jetzt gehen wir hier entlang, daran. Und dann kommen wir hier auch nicht weiter. Oh, was zum... Okay, war ich nicht. Entschuldig. Ja, kommen wir nicht hin. Miese kleine Tür. Na gut. Huch! Ich weiß zwar nicht, was mich gesehen hat, aber es ist mir egal. Okay, es ist mir plötzlich nicht mehr so egal. Oh, scheiße, jetzt läuten die auch noch eine Glocke. Scheiß Glocken, Leute, ey. Okay, den haben wir schon mal gesehen. Ich könnte hier runter. Komme ich hier vielleicht auf die andere Seite? Göttliches Konfekt. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Bitte was? Was für Kopflose? Hä? Ah! Kashins Konfekt. Oh, wir sind hier. Alles klar. Da, wo ich sein wollte. Perfekt. Mehr wollte ich doch nicht. Huch, komme ich da wieder hoch? Ja. Endlich sind wir hier. Oh, gepriesen sei die Dunkelheit. Was war das? Hey, hier ist nichts. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Wow, ich... Ah. Ich muss aber nochmal zurück wegen... Ich würde sagen, dem Kopflosen. Wir sind auf der anderen Seite. Was bist du denn? So ein kleiner. Oh, der kleine Süße. Was zur Hölle bewacht ihr denn hier? Haben die mich vergiftet oder so? Kashins Konfekt. Ja, da komme ich jetzt wieder dahin. Ich will dich ja nicht. Will ich auf die andere Seite? Der Tür. Gegenmittelpulver. Göttliches Gras. Und die andere Seite der Tür. Sauber. So. Das heißt, wir kommen jetzt hier easy hin, ohne den Todessprung machen zu müssen. Sehr schön. Wir müssen zwar die Echsen bekämpfen, aber ey. So wild sind die nicht. Oh. Okay, dann gucken wir mal nach, was du unten jetzt rumhaust, ne? Ich meine, ohne Licht ist natürlich ein bisschen blöd. Ich kann nicht laufen. Was bist du denn? Nein, das ist nicht laufen. Oh.
Ich will nicht. Aber ich glaube, ich habe dort einen Gang gesehen. Könnte hier hochspringen. Dann wäre ich wieder zurück. Au. Also was eigentlich... Ich habe ja nicht viel zu verlieren, ne? Alter, wie soll man sich den... kann sich hier gar nicht bewegen. Ja, warte, warte, warte. Wo ist er hin? Er verliert kein Leben. Heilige Scheiße, Grauen. Okay. Um den kümmern wir uns ein anderes Mal. Der verliert nicht mal Leben, wenn ich ihn schlage. Crazy Shit. Den merken wir uns. Den will ich noch töten. Der hat's verdient. Man kann sich aber auch nicht anschleichen an ihn. Neuer Hausierer. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Das Husten und Keuchen eines Mannes, der viel reist, um sein Geschäft zu expandieren. Der Besitz dieses Objekts reduziert... Ja, ja, gut, komm. Bist du das, Kollege? Ja. Du hast dich also auch angesteckt. Willkommen. Nun, was darf es sein? Okay, wir wollten ja die Phantomkunai, ne? 3000. Ja, ja, komm. Habe ich denn so viel Geldbeutel? Ich habe 8 leichte Geld. Ja gut, das reicht nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall an die 3000 kommen. Na gut. So, wir haben jetzt ja alles untersucht, haben hier quasi fast eine komplette Folge für verschwendet. Aber, ach so, ja, stimmt, da war ja was. Ach, egal. Aber dafür sind wir jetzt um einiges schlauer geworden. Wir wissen auch, dass da hinten so ein Bratpfannenwender ist. Und der möchte gerne... Scheiße. Muss mich erstmal an den Kollegen... Oh Gott, der hat mich schon gesehen. So. Geh ich zu dir. Gib mir dein Geld. Ich brauche 3000, also... Beeil dich. Shit. So, erstmal den Schützen loswerden, ist ja ganz klar. Huch, was bist du denn für einer? Ach, du bist doch so ein Mopsi-Ding, oder? Alles klar, gut, dann kümmere ich mich erstmal um deinen Untertanen und dann kümmere ich mich um dich. Alles klar, du Arsch. Genau das wollte ich schaffen. Ne, jetzt lauf doch mal auf die richtige Art und Weise, Zero. Okay, um den General kümmern wir uns jetzt nochmal. Der wird ja wohl nach dem Schmetterling kein Problem mehr darstellen. Scheiße. Das heißt, zuerst sein Untertan und dann er. Und ihn muss ich von hinten erwischen. Haben wir nämlich noch eine weitere Gebetsperle. Und ihn kann ich auch easy von hinten erwischen, wenn er so steht. Dreh dich um. Tu mir den Gefallen. Wieso schwebt er jedes Mal, wenn ich ihn angucke? Er will immer wegfliegen. Erst kommst du. Ich hab geblockt, aber gut. Offensichtlich nicht.
Oh, der General hat mich noch nicht bemerkt. Das ist top. Komm her. Ey, ich komme mit dem Timing gerade nicht klar, ey. Okay, dann wird das gegen den General wahrscheinlich nicht so cool enden. Mal gucken. Ich habe eine Wiedergeburt. Hohoho, Kollege. Hohoho. Oh, das war nicht so nett. So, was kann ich dir eigentlich noch antun? Oh shit. Scheiße. Wuhu. Oh, das ist nicht so gut. Ich hab noch Kügelchen. So, mein Freund, du kriegst jetzt erstmal ein bisschen Öl ab. Ach, ich habe kein Öl. Aha, Kacke. Aber ich habe das. So. Haha. Eine lose Gebetsperle. Woohoo. Yeah. Oh, wie cool sieht das denn aus? Was war das nochmal? Achso, Verbannung. Ja gut. Es war aus Versehen eingesetzt. Ich habe Öl! Was war denn, was ich nicht hatte? Heilige Kürbisflasche. Ey, ich bin so durcheinander momentan. Das kommt doch, wenn man Monster Hunter spielt. Echt schlimm. Man drückt wahllos Knöpfe. So, da hinten war doch irgendwas. Oder? Ich habe doch da irgendwas anvisiert gehabt. Na, Zeit, sich hier ein bisschen umzusehen. Ich glaube, hier war noch etwas. Naja. Eisenschrott. Hätte schwören können, ich konnte hier irgendwas anvisieren. Ihr habt es auch gesehen, ne? Ah, hallo. Ah, ich glaube, ich habe gesehen, was ich mal anvisieren kann. Aber was ist denn hier? Hä? Was hat mich gesehen? Hä? Hä? Was? Wo? Hä? Was ist denn da? Pff, so, wo kommst du denn her? So, da habe ich was gesehen. Ja, nice. Dich nutzen wir doch mal, direkt um die Folge zu beenden. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich glaube, wir können die Kürbisflasche verbessern, ne? Dann reise ich mal zurück zum maroden Tempel und verbessere mal die Kürbisflasche. Bis morgen, ciao!